Rebellenbewegung UNITA wiederum hatten die entlegenen Diamantengruben, die die Begehrlichkeit der internationalen Monopole weckten. Die neue Realität einer hemmungslosen Marktwirtschaft wirkt ja grausamer als die Masken der Steinzeit. In dieser Dokumentation können wir nur auf ein paar Krisenherde in Afrika blicken. Auf Angola zunächst, dann auf die westafrikanischen Staaten Liberia und Sierra Leone und schließlich auf den Sudan im Osten des Kontinents. Aber schon zu Anfang möchten wir auf einen besonders hervorstechenden Skandal aus dem Jahre 1975 verweisen, aus der Zeit des Kalten Krieges also. Und das geschah in Angola. Dort hatten sich die amerikanischen Erdölgesellschaften schon zur Zeit der Portugiesen etabliert und beuteten das Petroleum vor allem vor Cabinda aus. Dann kam die Nelkenrevolution und die Machtergreifung in Luanda einer kommunistischen Regierung. Mit Hilfe übrigens der Portugiesen sind diese Mulatten und Assimilados an die Macht gekommen. Aber es bildete sich dann der Aufstand der Völker des Inneren, der Bakongo-Stämme insbesondere und einer Rebellenbewegung UNITA, die unter dem Befehl eines gewissen Jonas Savimbi stand. Die amerikanischen Erdölgesellschaften arbeiteten jedoch weiter und zahlten ihre Royalties, ihre Abgaben an die kommunistische Regierung in Luanda, die aufs Tödliche bedroht war durch den Vormarsch ihrer Gegner und die in dieser Stunde der Not die Kubaner Fidel Castros zur Hilfe rief. 30.000, ja 50.000 Bewaffnete sind zeitweilig in Angola zugegen gewesen, um die Marxisten von Luanda zu verteidigen. Und die wurden indirekt finanziert durch das Geld der amerikanischen Erdölgesellschaften. Der amerikanische Nachrichtendienst CIA wollte jedoch dieses Gebiet nicht der marxistischen Weltrevolution überlassen und unterstützte seinerseits mit Geld und Waffen die Aufstandsbewegung UNITA des Rebellenführers Jonas Savimbi, der sogar von Ronald Reagan empfangen wurde und von ihm als afrikanischer Abraham Lincoln bezeichnet wurde. Der Zynismus konnte nicht weitergetrieben werden. Aber dann ging der Kalte Krieg zu Ende und Savimbi wurde überflüssig. Er hat noch lange gekämpft, aber jetzt vor ein paar Wochen wurde er Ende Februar im Busch ermordet. Er war überflüssig geworden. Nichts ist trostloser als die angolanischen Provinzstädte im Landesinnern. Vor 1975 lebten 400.000 portugiesische Kolonisten in der Überseeprovinz Angola. Kaum einer ist geblieben. Nur die verminten Friedhöfe verewigen ihre Erinnerung. Symbolisch für den Niedergang ist die Provinzhauptstadt Luena. Die hiesige Bahnlinie verband einst den Atlantikhafen Lobito mit den Grubenbezirken der südkongolesischen Katanga-Provinz. Heute wachsen Sonnenblumen zwischen den verrosteten Schienen. Sämtliche Ortschaften des Landesinnern waren bisher von Rebellen umzingelt. Sie konnten nur aus der Luft versorgt werden. Ohne die gewaltige materielle Überlegenheit der Regierungsarmee von Luanda, die durch Öllieferungen an Amerika finanziert wird, wären diese Außenposten gegen die Freischärler des politischen Oppositionsführers Savimbi überhaupt nicht zu halten gewesen. Die weite Savanne des Hochlandes wird von schwarzen Felsbrocken überragt,
die wie Asteroide im üppigen Grün verstreut sind. Wäre hier nicht Krieg, lägen hier nicht überall zahllose Minen. Die Republik Angola, die zweimal so groß ist wie Deutschland und nur 12 Millionen Menschen zählt, könnte mit ihrem fruchtbaren Boden halb Afrika ernähren. Stattdessen trifft man überall auf endlose Kolonnen von Flüchtlingen, die auf Speisung durch internationale Organisationen und karitative Verbände angewiesen sind. Auch die Provinzhauptstadt Huambo, die vor 1975 Nova Lisboa hieß, bietet ein trostloses Bild der Verlassenheit. In diesem Stammesgebiet der Ovimbundu verfügte Jonas Savimbi, der unlängst ermordete Aufstandsführer der UNITA, über den Schwerpunkt seiner Macht. Aus dem ursprünglichen Verbündeten Amerikas war zuletzt, in der Darstellung Washingtons, ein Kriegsverbrecher, ein Terrorist geworden. Für die große Mehrheit der geplagten, schwarzen Landbevölkerung des Innern bleibt er dennoch, auch nach seinem Tod, ein afrikanischer Robin Hood. Die Leiche des Arztes und Buschkriegers Savimbi wurde nur kurz zur Schau gestellt. Die Regierungstruppen hatten ihn mit 15 Kugeln zur Strecke gebracht. Ausländische Experten hatten ihn per Satellit geortet. Für gewisse Finanzinteressen war Savimbi ein unerträglicher Quertreiber geworden. Das genügte wohl als Hinrichtungsmotiv. In Huambo ist ein einziger Portugiese noch übrig geblieben. Der Gründer dieser Stadt, Eduardo dos Matos, wurde in Erz gegossen. Auf dem Sockel liest man mit Verwunderung, dass der Ausbau dieses Vorpostens portugiesischer Kolonisation erst im Jahr 1922 begann. Bis dahin hatte Lissabon sich auf die Stammesstrukturen der Häuptlinge gestützt. Umso kontrastreicher wirkt das wimmelnde Leben auf dem eingeborenen Markt am Rande von Huambo. Hier werden die Spenden der internationalen Hilfsorganisationen verramscht. Besonders eindrucksvoll ist das Angebot an Medikamenten und Antibiotika, deren Verfallsdatum längst nicht erreicht ist. Im offiziellen Krankenhaus von Huambo hingegen fehlt es den dahinsiechenden Patienten an den unentbehrlichsten Arzneien. Am Ende der halbwegs befahrbaren Straße in Richtung Benguela, 50 Kilometer von Huambo entfernt, liegt die Ortschaft Longonjo. Die revolutionären Wandmalereien, die Karl Marx, Lenin und den angolanischen Kommunisten Andrade darstellen, sind durch den Tropen abgewaschen. Auch die katholische Kirche ist verwüstet. Die verödeten Straßen von Longonjo führen in die leere Hoffnungslosigkeit des afrikanischen Himmels. Karneval in Luanda. Die Banderolen verkünden Folia, Festa, Harmonia, festliche Ausgelassenheit und Harmonie. Doch der Umzug, der sich auf der Marginal vor der Ehrentribüne entfaltet, bietet nicht einmal einen schwachen Abglanz des überschäumenden brasilianischen Taumels. Ein Hauch von Traurigkeit lastet sogar auf den schwarzen Narrengilden von Luanda. Da treten zunächst Urwaldkrieger auf. Sie fuchteln mit Holzschwertern und Kalaschnikows. Es folgen leger kostümierte Tänzerinnen, die sich im Vergleich zu den Cariocas recht züchtig verhalten. Immer wieder mischt sich unter das bunte Treiben die Darstellung des Todes, der in Angola allgegenwärtig ist. Den uniformierten Schulklassen und ihren exakten Marschbewegungen merkt